3, 2, 1. Und auf geht's. Am vergangenen Wochenende fiel der Startschuss für die dritten Cottbuser Ostseesportspiele. Bei strahlendem Sonnenschein und vor einer beeindruckenden Kulisse aus begeisterten Zuschauenden wurden die Spiele offiziell eröffnet. Das Programm der Ostseesportspiele 2023 war vielfältig und bot für jeden etwas. Von spannenden Wettkämpfen in verschiedenen Sportarten und zahlreichen Mitmachaktionen war für jeden was dabei. Den sportlichen Auftakt bietet der Sparkassen-Halbmarathon. Bevor die Erwachsenen aber für die lange Distanz an den Start gehen können, durften die jüngeren Teilnehmenden über die Kurzstrecke zeigen, was sie können. Die Ostseesportspiele fanden in diesem Jahr zum dritten Mal statt und etablieren sich mittlerweile zu einem echten Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Hier bekommt Jung und Alt die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, neue Herausforderungen anzunehmen und in Gemeinschaft aktiv zu sein. Solche Events können allerdings nur dank tatkräftiger Unterstützung stattfinden. Für die Sparkasse Spree-Neiße als einem der Hauptsponsoren ist es eine Herzensangelegenheit. Wir machen das wirklich immer wieder gerne. Also wenn man sieht, am Freitagabend nach so einer anstrengenden Woche über 350 Läufer hier beim ersten Ereignis, dem Sparkassen-Halbmarathon und den Badekappenläufen am Start, da geht einem wirklich das Herz auf, bei dem Wetter, bei den Temperaturen, so motivierte Menschen zu sehen, das ist toll und das unterstützen wir wirklich sehr gerne. Es sind die dritten Ostseesportspiele und wir sind das dritte Mal auch Hauptsponsor und machen das sehr, sehr gerne, weil es wirklich ein Fest und ein Erlebnis für die ganze Familie ist. Also hier findet in den 3 Tagen ja wirklich jeder vom Kind über den Jugendlichen bis zum Erwachsenen seine Sportart, sein Event, was ein ganz vielfältiges Angebot ja darstellt und das finden wir toll und da sind wir sehr, sehr gerne auch mit dabei. Der Halbmarathon war das Highlight an diesem Tag. Bei der Hitze am frühen Abend brauchte es viel Durchhaltevermögen bei den Läuferinnen und Läufern. Also ein Halbmarathon bei knapp 30 Grad, das habe ich öfters mal selber machen dürfen, allerdings meistens morgens und nicht in so einer doch recht schwülen Atmosphäre. Warm ist es. Macht schon was beim Laufen, da muss man also schon wirklich zwischendurch wirklich trinken und gucken, dass man gesund und munter bleibt und mit flinken und lockeren Füßen hoffentlich dann wieder gesund ins Ziel kommt. Ich habe großen Respekt davor, nach so einer Woche freitagsabends das zu machen und wünsche allen Läufern einfach ganz viel Spaß auch dabei. Es steht im Vordergrund. Nach dem Rennen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Medaillen und Preisen für ihre herausragende Leistung belohnt. Somit konnte mit guter Laune in ein sportliches Wochenende gestartet werden.